Und zugeschaltet ist jetzt Christian Lindner, FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Lindner, und erstmal natürlich Ihnen auch ein frohes neues Jahr. Danke, Herr Hedler, Ihnen auch alles Gute. Herr Lindner, politisch geht es ja nun gleich in die Vollen. Morgen also das Bund-Länder-Treffen und eine Verlängerung des Lockdowns scheint ja beschlossen. Wie beurteilen Sie eigentlich das Hickhack um die Länge? 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen? Wir sind das inzwischen doch gewohnt, Herr Hedler. Wir sprechen auch beide nicht zum ersten Mal darüber. Es werden Maßnahmen fahren, ein Lockdown beschlossen im November. Es heißt, im Dezember schauen wir und der Rest ist Geschichte. Was ich mir wünsche, ist eine Perspektive. Wie finden wir in eine dauerhaft durchhaltbare Strategie? So wie es jetzt läuft, kann es ja nicht noch bis Ostern oder dann im Herbst erneut, wenn das Infektionsgeschehen nach dem Sommer sich verstärkt, weitergehen, sondern wir müssen ja zu einer dauerhaft durchhaltbaren Strategie finden. Ich glaube, dass sie die Komponenten haben muss, erstens regional zu reagieren. Das heißt, wenn zum Beispiel in Norddeutschland es Regionen, Landkreise, Gemeinden gibt mit sehr wenigen Infektionen, dann muss dort natürlich früher auch wieder Schule, Gastronomie und Handel möglich sein. Zweitens, wirklicher Schutz der Risikogruppen, solange wir dort nicht einen hinreichenden Impfschutz haben. Das ist ein Dauerbrenner-Thema, das fordern wir seit dem Sommer und immer noch haben wir große Defizite im Bereich der stationären Pflege. Und das Dritte ist, wir werden weiter unsere Kontakte beschränken müssen, Herr Hedler, das ist so. Wir werden nicht große Feste feiern können momentan, aber es muss möglich sein, dass man mit beschränkten Kontakten in eine neue Form des öffentlichen Lebens zurückkehren kann. Das kann nicht noch Monate so weitergehen wie jetzt. Wie beurteilen Sie aber das Bild, das die Regierung jetzt in diesen Corona-Wochen abgibt? Es sieht ja so aus, als wenn Sie tatsächlich getrieben sind und Bund und Länder, die können sich ja tatsächlich nur auf den kleinsten Kompromiss einigen. Also jeder macht eigentlich, besonders beim Thema Bildung, ja, was er will. Ja, die Situation ist regional allerdings auch unterschiedlich. Deshalb habe ich persönlich Verständnis dafür, dass im Kreis der Länder auch intensiv gerungen wird. Und deshalb sollten wir auch relativ rasch zu einem regionalen Vorgehen kommen. Bitte nicht missverstehen, es geht nicht um völlig unterschiedliche Regeln, sondern es geht um die Anwendung bundesweit einheitlicher Regeln, aber jeweils auf das regionale Infektionsgeschehen, so wie es sich darstellt, wie die Situation im Gesundheitswesen ist. Wo ich sehr unzufrieden mit den Regierungen, insbesondere der Bundesregierung, aber bin, das ist der ganze Komplex des Impfens. Hier gibt es Defizite bei der Verfügbarkeit des Impfstoffs, wie ja vielfach in den Medien auch berichtet worden ist. Aus der Praxis erreichen mich viele Klagen über die Logistik vor Ort. Viele Menschen haben immer auch noch nicht einen klaren Ansprechpartner. Es sind auch zu viele Menschen in der ersten Gruppe, als dass dort auch hinreichend rasch entschieden werden könnte. Und da habe ich auch einen konkreten Vorschlag. Ich glaube, dass die Bundesregierung gut beraten wäre, mit Ländern und Gemeinden zusammenzukommen, mit der pharmazeutischen Industrie zusammenzukommen und mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, also deren Vertretern, zu einem Impfgipfel zusammenzukommen, um zu überlegen, was können wir konkret tun, um Umfang und Tempo des Impfens zu verbessern. Ganz konkret habe ich die Sorge, dass bei der Zulassung jetzt des nächsten Impfstoffs auf der europäischen Ebene eine gewisse Kleinstaaterei zwischen den unterschiedlichen nationalen Zulassungsbehörden zu Verzögerungen führt, die wir uns eigentlich nicht leisten können. War es ein Fehler der Kanzlerin und des Bundesgesundheitsministers, tatsächlich auf die EU-Kommission zu setzen? Denn wir sehen ja allein das Beispiel. Brüssel hat ja entschieden und sich hauptsächlich auf den französischen Pharmagiganten Sanofi konzentriert bei der Herstellung eines Impfstoffes. Und die sind noch nicht mal in Phase 2. Das wird noch ewig dauern. Also hätte Deutschland da nicht auch national stärker auftreten müssen? Ich glaube, dass die deutsche Ratspräsidentschaft hätte genutzt werden können, um stärker Einfluss zu nehmen auf die Frage der Bestellungen. Frankreich hat das ja offensichtlich gemacht. Die Entscheidung für so einen großen Umfang bei Sanofi und das, der Impfstoff steht gar nicht zur Verfügung, das hat ja wohl national französische industriepolitische Hintergründe. Also hier hätte die Europäische Union mehr und schneller bestellen können. Das scheint inzwischen klar zu sein. So äußert sich ja auch der Unternehmensgründer von BioNTech. Unabhängig davon hätte ich aber erwartet, dass die deutsche Bundesregierung über die europäische Bestellung hinaus, gar nicht dagegen, aber über die Bestellung hinaus auch bilateral Vereinbarungen trifft, damit wir hinreichend viel Impfstoff bekommen. Aber das ist jetzt vergossene Milch.
Wir müssen jetzt ja schnell schauen, wie kommen wir aus der Situation raus. Und da ist mein Hinweis, Impfgipfel besprechen, was kann konkret logistisch getan werden, wo kann die Produktion erhöht werden, wo gibt es zum Beispiel administrative Bremsen, die gelöst werden können, damit wir schneller beim Impfen werden, denn das Impfen ist in diesen Zeiten eine Freiheitsfrage. Herr Lindner, Sie haben vorhin gesagt, was den Lockdown, was die Kontaktbeschränkungen und natürlich die Ausgangsbeschränkungen angeht, da muss man regional schauen. Und Bildung ist ja zum Beispiel Ländersache. 16 Bundesländer, 16 verschiedene Arten, wie man mit den Kitas und den Schulen umgeht. Aber wir sind uns doch beide einig, es muss doch irgendwas passieren, weil sonst werden doch die Schülerinnen und Schüler tatsächlich eine verlorene Generation. Ja, wir sind in dem Punkt einer Meinung, Herr Hedler, da muss etwas passieren. Es muss wieder baldmöglichst eine verlässliche Betreuung in den Kitas und ein Bildungsangebot in den Schulen geben. Sobald es die Lage erlaubt, sollten wir insbesondere bei den jüngeren Kindern und Jugendlichen wieder Präsenz ermöglichen. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern, die nicht vor dem Abschluss stehen, das sehe ich auch nochmal anders, wenn es um den Abschluss geht, den Abschlussjahrgang geht, da ist vielleicht Lernen auf Distanz noch eine Zeit möglich oder in Wechselmodellen, aber es muss der Betrieb in einer modifizierten Form wieder aufgenommen werden. Sie sagen völlig zu Recht, wir haben sonst eine ganz starke Beeinträchtigung der Bildungsbiografien und davon betroffen sind diejenigen, um die wir uns ohnehin immer sorgen, weil es dort nicht von zu Hause aus in der Familie die Anregungen, die Unterstützung geben kann wie in anderen Familien. Und auch hier gilt, warum müssen überall Schulen weiter geschlossen bleiben, wenn zum Beispiel in einem Landkreis die Zahlen niedrig sind? Da muss differenziert werden, wie ist die Situation ganz konkret vor Ort, und zwar baldmöglichst müssen wir in diese regionale Herangehensweise wechseln. Dann würde sich zum Beispiel diszipliniertes Verhalten der Bevölkerung in einer Gemeinde sehr stark sofort zeigen an auch der weiteren Öffnung des gesellschaftlichen Lebens. Christian Lindner, FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzender, danke für das Gespräch. Und Herr Lindner, bleiben Sie natürlich auch weiterhin gesund. Danke Sie auch. Auf bald.